Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Angezockt-Video hier auf meinem kleinen, aber feinen RTS-Kanal. Wir spielen heute mal ein bisschen ins Spiel Arkham rein, vorläufig bekannt auch als Projekt Königstein. Schon präsentiert durchaus von meinem Kollegen Utwin und auch von zum Beispiel Gaius, Julius Caesar. Hat er auch schon ein Video dazu gemacht. Und ich möchte an dieser Stelle einen Dank ausrichten an Mezzo und Damian das Gnu, die mir das hier so ein bisschen ermöglicht haben, einfach mal eine Preview zu machen. Das Spiel ist derzeit noch in der Entwicklung, das heißt, ja, wir werden heute mal ein bisschen ins freie Bauen reingucken. Aber ich bitte an dieser Stelle nochmal der Hinweis, Bugs, Glitches, Texturen, Grafikfehler etc. etc. Das alles bitte zu entschuldigen, denn wie gesagt, das Spiel ist noch in einer recht frühen Entwicklungsphase. Sowas wie zum Beispiel das Setting kann ich jetzt hier noch gar nichts machen, ja. Weiß nicht, ob Credits gehen. Credits gehen tatsächlich. Genau hier. Florian, Grüße gehen raus. Mezzo, der mir hier auch die Möglichkeit gegeben hat, auch neben Damian das Gnu. Und ja, hier haben wir noch die Patreons, die sogar das Projekt unterstützt haben. Hier, genau, hier steht sogar Odwin, Gaius. Ach, guck mal, Max hat's auch gespielt. Guck mal, das wusste ich gar nicht. Max hat's auch gemacht. Play Epic. Alles klar, cool. Ja, und heute vielleicht, reihen wir uns in diese Riege dieser YouTube-Kanäle mit ein. Genau, was wir machen werden, wir werden, Story gibt's noch nicht, na, aber wir werden heute mal ein bisschen ins freie Bauen reingucken und einfach mal schauen, was denn so möglich ist, denn was ich bisher gesehen hatte von Arkham, beziehungsweise nicht nur bei Utwin oder Gaius, sondern auch selber gespielt habe, ich habe mal kurz angetestet und ein bisschen rumprobiert, um mit der Steuerung klarzukommen. Es ist ein wunderbarer Mix aus, wir bauen uns unsere Traumburg, hinzu, wir haben Rollenspielelemente. Und das ist wirklich, wirklich eine interessante Mischung. Was Troll 2 damals vielleicht schon so ein bisschen mit den freien Kameras probiert hat, wird hier in Arkham sozusagen realisiert. Jetzt bisher noch in der frühen Form, aber Potenzial ist auf jeden Fall da. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit freien Bauen. Wir haben jetzt aktuell hier, sehe ich, 4 mögliche Locations, wo wir starten können. Patreon Island, Northern Island, Italian Alps und The Town. Great Valley, ich schätze mal, das wird noch, also zumindest symbolisiert mir das hier, dieses Zeichen, dass es noch under construction ist. Da gehe ich jetzt mal nicht rein, weil ich jetzt auch nicht wirklich irgendwie einen Bug provozieren will oder so. Von daher werde ich wahrscheinlich mal Italian Alps, nee, ich nehme Northern Island. Ich nehme mal Northern Island, an island far in the, to the north, the British Empire will emerge. Hier, one day. Map size is big. Wobei, warte mal, ich würde mal lieber... Ah, nein, ich nehme doch mal lieber die italienischen Alben, weil... Alben? Die Map size ist hier medium und es gibt noch ein paar Performance-Probleme, deshalb... aber andererseits... Patreon Island is small, an island in the big white sea. On this island, our patrons and supporters are honored. Ich glaube, da nehme ich tatsächlich mal die Patreon Island. Was wir jetzt machen können, wir können auch hier natürlich unseren Namen eingeben. Ich bin Korga. Und wir können, was wir auch machen, was ich sehr cool finde, wir können hier unser Banner und unser Wappen bearbeiten, was ich total geil finde. Und das würde ich jetzt halt auch einfach mal machen. Dieses Symbol, was wir hier haben, wir können auch ein anderes wählen, theoretisch. Ich würde jetzt einfach mal durchgehen. Ich weiß nicht, was hatte ich denn in meinem Test genommen? Ich glaube, das Vieh hier. Hier unten diesen, ich glaube ein Adler ist es, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ich würde jetzt einfach mal den Hirsch, ich weiß nicht. I'm not sure. Das ist der Fisch der Tullys aus Game of Thrones so ein bisschen. Und hier haben wir auch diesen Kraken von den Eisenmännern ebenfalls aus Game of Thrones, Mormont. Ich weiß nicht, ob das so wirklich dran angedacht ist, aber keine Ahnung. Ich nehme jetzt einfach mal den Frosch, der so groß muss er jetzt nicht sein. Wir machen ihn jetzt mal ein bisschen kleiner, so. Und ja, solche Pattern im Hintergrund können wir jetzt auch noch wählen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das Pattern kann man auch farblich bearbeiten. Ich muss sagen, die Farbauswahl ist ein bisschen, sagt mir jetzt nicht so zu, muss ich sagen, aber die, weil die nicht so kräftig sind. Wir haben jetzt hier so ein dunkles, ausgewaschenes Gelb und kein wirkliches Schwarz. Ich nehme jetzt mal so ein Rot. Und das Icon können wir auch von der Farbe her ändern. Ich würde jetzt mal, ach, hier haben wir tatsächlich ein besseres Gelb. Ja. Ah, dann machen wir das auch mal rot. Dann machen wir ein gelber Frosch auf rotem Grund. Ohne... Ach, man kann es nicht ausmachen, ne? Das Pattern. Man
kann es nicht ganz ohne. Ist egal. Ist nicht schlimm, wir nehmen es jetzt so hin und ich würde sagen, ja, der gelbe Frosch auf rotem Grund, let's go. Schauen wir mal, was wird. Ja, wie gesagt, hier im freien Bauen-Modus, es gibt jetzt noch nicht so viele Möglichkeiten, denn wie gesagt, das Spiel ist noch in einer recht frühen Entwicklungsphase. Aber es macht schon Spaß und man kann sich da schon so ein bisschen drin verlieren. So, wir schauen uns jetzt hier mal ein bisschen um. Wie gesagt, wenn es so Ruckler gibt, nicht wundern. Wie gesagt, das Ganze ist halt hier noch in einer frühen Entwicklungsfarm. So, wir haben hier eine wunderschöne Insel. Oh, guck mal an. Ach ja, hier. Hier sind die... Oh. Hier sind die Ehrungen der Patreons drin verzeichnet. Kommen da jetzt leider nicht ran. Aber ich werde euch sicherlich auch mal die Patreon-Kampagne einfach mal in die Videobeschreibung packen. Und wenn ihr denkt, ey, das wäre irgendwie cool, das Projekt zu unterstützen, dann fühlt euch frei. Wir haben ja auch schon so eine kleine Siedlung, die gehört zwar, glaube ich, nicht uns, aber wir müssen auch sowieso eine kleine Siedlung bauen, also das ist unabdingbar. So, und dieser Spot würde sich eigentlich super für eine Burg anbieten hier, finde ich, diese Felsformation. Das ist das, was wir jetzt erstmal machen. Wir gucken jetzt erstmal an einer guten Stelle für eine Burg. Andererseits, die Stelle ist halt wirklich noch besser. Der Wald stört hier zwar ein bisschen, aber grundsätzlich kann ich mir das vorstellen, hier eine dicke Festung draufzusetzen. Oh, guck mal. Hey, fehlt eine Textur. Jetzt ist sie wieder da. So, ja gut, wisst ihr was, fangen wir einfach mal an. Wir müssen jetzt erstmal einen Palace platzieren. Also wir können einen Palace nehmen, wir können aber auch einen English Keep nehmen, können die in der Größe und Form noch anpassen und so weiter. Das werden wir jetzt einfach mal ein bisschen machen. Ich glaube, ich werde mich mal klassisch für den Palace ein bisschen entscheiden. Was mir persönlich so ein bisschen fehlt ist, dass man quasi ja die Kamera so ein bisschen abflachen kann. Wisst ihr, was ich meine? Das fehlt mir so ein bisschen. So, was machen wir mit dem Palace? Ich glaube, ich habe ungefähr eine Idee. Wir rotieren den jetzt erstmal mit Q und E. So, ich glaube, ich mache schon, dass ich den so hier so platziere. Beziehungsweise ich kann es noch, wenn ich links Control gedrückt halte und die Maus gerade hochgehe, kann ich den Palace auch noch höher machen. So, das ist, glaube ich, Maximum. Höher als das geht nicht. Reicht aber, finde ich auch. Beziehungsweise, komm, wir machen mal so. Okay, make build lower, genau, so. Next build variation, genau, wir können noch hier eine Variation noch nehmen, wo wir verschiedene Dachvarianten haben, was ich finde ich auch sehr cool finde. Das ist ziemlich cool hier, aber ist mir ein bisschen zu britisch. Da gefällt mir hier diese Variante, hier die hier, deutlich besser, muss ich sagen. Wirkt ein bisschen wohnlicher. So ein bisschen wie Neuschwanstein, kann man schon fast sagen. So, und das platzieren wir jetzt hier. Cool, jetzt haben wir unseren Palace hier. Der finde ich von der Textur auch echt cool aussieht. Ja, man kann das ja auch alles begehen. Das muss man ja noch dazu sagen. Man kann ja jetzt hier sagen, wir bauen jetzt noch ein Dorf. Ich würde sagen, das bauen wir jetzt einfach mal hier so hin. So. Und man kann hier in den Third-Person-Modus wechseln. Das ist sehr krass, finde ich. Oh, dann sind wir hier unterwegs. Und haben hier mal das Haupthaus platziert. Wir können halt wirklich den ganzen Weg hier entlang gehen zu unserer Burg, die jetzt hier quasi entstehen soll. Also, ich mache das jetzt so ein bisschen Sandbox-mäßig hier. Ich glaube, es ist Unreal Engine 4. Muss ich nochmal nachfragen, bin ich jetzt nicht 100% sicher. Ich glaube schon. Ja, und da hinten wird uns, also hier auf dieser ganzen Fläche, wo ich jetzt stehe, hier soll jetzt eine Burg entstehen, ja. Auch da hinten im Wald. Ich hoffe, der Wald weicht. Das wäre schön. So, mit T komme ich zurück. Jetzt stehe ich auch hier, ne? Da bin ich. So. Ist natürlich wichtig, mit der Figur dann hier überall rumzulaufen, um zu gucken, von der Größe her, passt das und so. Ja, das ist wichtig. So, wir können ja jetzt hier noch so ein paar kleinere Sachen bauen, hier im Dorf. Ich mach das einfach mal. Zack. Hat bis jetzt, glaube ich, noch keine große Bewandtnis. Aber wir machen es trotzdem. Hier haben wir noch eine Gilde. So. Und ein Villager-Haus können wir auch noch bauen. So, ein schönes kleines Dörfchen. Okay. So, da haben wir unser kleines Dorf. Wäre cool, wenn wir jetzt hier noch irgendwie so Getreidefelder und so anlegen könnten, aber es kommt vielleicht ja noch alles. Hier haben wir noch eine Taverne, eine Schmiede, eine Kirche, einen Marktplatz und so weiter. Das wird später vielleicht alles möglich sein. Schauen wir mal, hier haben wir noch also quasi Village-Freestanding-Sachen, also ja, irgendwie so eine Holzfällerhütte oder so, können wir auch noch bauen.
Ah, vielleicht gibt's das ja auch schon. Das habe ich jetzt gar nicht so genau angeguckt hier. Lumberjack, Bonfire. Gut, dann haben wir hier noch so ein paar ja, solche Sachen wie ein Vogelhaus oder sowas, was man hier schon mal bauen kann. Genau, hier haben wir jetzt aber die Mauern, ja, und die Burgkonstruktion, ja, und Workshops, die auch für die Burg gedacht sind. Und ja, ich würde sagen, damit haben wir jetzt unser kleines Dörfchen hier erstmal platziert. Und jetzt fangen wir mal an, an der Burg rumzubasteln, ja. Das ist der Part, der am meisten Spaß macht. So, ich habe ungefähr schon eine Idee, wie ich es machen will. Und zwar wird das hier die innere Burg sein, so wo ich jetzt gerade so mit der Maus lang gehe. Also hier wird jetzt auch ein Torhaus hinkommen. Und das ist quasi die Hauptburg. Dann haben wir noch hier so ein bisschen Workshop und so ein bisschen, ne, was wir hier so haben. Shelter, Sheds, Brunnenhäuser, na, so ein bisschen Verwaltung auch, vielleicht auch ein paar Türme und so. Und hier, diese Fläche hier, soll auch nochmal eine große, ja, Fläche werden. Ich weiß gar nicht, was das ist und ob ich es abreißen kann. Ich glaube nicht. Ich glaube, das bleibt hier leider bestehen, beziehungsweise kann ich es versuchen? Oh, doch, kann ich versuchen. Oh, warte mal, ich sehe gerade, hier ist eine Kiste mit Loot drin, glaube ich. Ich gehe mal kurz in Third-Person-Mode. Weil man kann, wie ihr links unten seht, man kann ja schon Schwerter, Rüstung und so weiter nutzen. Ich habe zumindest bei Ulfin im Stream, hatte ich das schon gesehen. Damit habe ich mich zum Beispiel im Vorfeld noch nicht beschäftigt. So. Just for fun. Not in finished game. Achso, na gut, wir haben ja Explosive Arrows. Ist natürlich die Frage, kann ich hier noch mehr nehmen? Collect Resources. Okay. Sieht auch liebevoll aus hier. Okay. So, dann gehe ich mal wieder raus und schau mal, ob ich... Ja, das kann ich hier alles wegmachen. Das ist schön. Es ist im Grunde auch so ein bisschen so, es ist halt noch... Man kann das jetzt hier im Grunde wie ein Editor nutzen, wenn man ehrlich ist. Na, ich kann jetzt auch hergehen und sagen, ich kann das Landscape noch ein bisschen bearbeiten und könnte jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, mach das jetzt hier einfach mal ein bisschen höher, mach da jetzt so ein bisschen Felsformation rein, was gar nicht notwendig ist, hilft aber vielleicht an manchen Stellen. Okay, das sieht ein bisschen komisch aus. Gut, besser. Okay, aber das will ich eigentlich versuchen zu vermeiden. Die Frage ist jetzt halt nur, Platten, genau, man kann auch den Boden ein bisschen... Clear Area. Oh, warte mal, das ist perfekt. Ja, ich kann die Bäume wegmachen. Geil. Okay, das ist stark. Das hätte ich nämlich sowieso vorgehabt, hier den Wald wegzumachen. Oh, da kann ich jetzt hergehen. Ich frage mich jetzt nur, ob ich diese Fläche vergrößern kann, die ich da zur Auswahl habe. Also, dass dieser Kreis ein bisschen größer wird oder ob das aus Performancegründen limitiert ist. So. Mal hier schön frei, damit hier eine schöne Burg entstehen kann, ja. Ich werde mir wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit nehmen. Ich habe zwar ursprünglich jetzt eine Stunde für das Video angedacht, aber kann auch sein, dass es vielleicht ein bisschen länger geht, weil ich das einfach so zelebriere und so viel Spaß dran habe. So, dann machen wir das alles mal weg hier. So, sehr schön. Haben wir dann schönen Burgblick. Perfekt. Was ist das hier? Ach, guck mal, da ist ja noch eine Kiste. Geil. Pass mal auf. Hier geht es noch ein paar Steine runter. Oh, der Hintergrund da ist auch geil, ne? Mhm. Komm, schauen wir uns mal an, was dort vorne ist. Vielleicht können wir das sogar stehen lassen und irgendwie in die Burg einintegrieren. Mal sehen. Lass mich selber mal noch überraschen. Ja, also es ist halt ein schöner Baukasten. Also es macht halt richtig Spaß, hier drin was zu bauen. Vielleicht finden wir in der Kiste jetzt hier irgendwie eine Rüstung. Rüstung und eine Waffe wäre cool. Naja, immerhin ein Hammer. Ist Hammer. So, was haben wir hier? Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir hier in Inventar kommen oder so. Hm. Da habe ich mich jetzt gar nicht mit... Ach, guck mal, First Person jetzt auch. Sehr geil. Oh. Glaube, ich habe es kaputt gemacht. Nee, P ist einfach nur Pause. Also... Ja, mit T kommen wir wieder zurück, genau. Ach, und mit T kommen wir auch wieder rein. Das ist wunderbar. Aha, R ist kämpfen. Cool. Und rechtsliches Blocken. Mhm. Tabulator ist ja oftmals für Inventar, aber... Ach hier, nee, 1 ist Inventar. Alles klar. So, was haben wir denn? Wir haben... Nee, use will ich den eigentlich, den Hammer. For people with heavy armor. Kann ich den nicht irgendwie anlegen? Ne, ich glaube nicht.
Torch. Das ist ja cool, dass wir das schon mal haben. Ich kann es nicht usen. Okay. Gut, dann vielleicht noch nicht. Ist ja nicht schlimm. Wir haben ja hier eh keine Tiere, die uns jetzt irgendwie gefährlich werden könnten. Also brauchen wir das vielleicht auch gar nicht. Alles gut. So. Gut, machen wir erstmal die Hauptburg. Wir haben jetzt hier unseren Palast platziert, aber da brauchen wir natürlich einen Eingang. Ja? Also irgendeine Möglichkeit, da reinzukommen, wäre gut. Wir haben hier verschiedene Türen, verschiedene Eingänge. Large Windows, Defensive Windows. Das müssen wir jetzt hier nicht machen. Wir haben hier Verteidigungs... Verteidigungsscharten. Das ist okay. Wobei ein Fenster vielleicht gar nicht so schlecht wäre. Dass man jetzt sagt, hier, zack, da bauen wir jetzt mal und hier bauen wir mal ein Fenster und hier und hier. Und vielleicht auch hier unten, so. Okay. Aber ein Eingang wäre jetzt erstmal wichtig. Was ich mir wünschen würde, wäre halt sowas wie... Ach nee, warte mal, das gibt's ja glaube ich sogar. Es gibt so eine Art Treppen. Genau, hier, es gibt Treppensysteme. Könnte jetzt auch so eine Treppe bauen. Aber was ich ganz cool finde, ist dieser Treppenturm. Ja, dass man jetzt sagt, hier, man baut jetzt hier nicht einfach so einen stumpfen Eingang hin. Sondern man kann ja auch ein bisschen höher und tiefer machen. Aber warte mal, würde das gehen? Ach doch, müsste eigentlich gehen. Warte mal. Wenn wir jetzt hingehen und sagen... Wir machen den Eingang hier oben hin. Ja, oder hier. So, da ist der Eingang. Jetzt muss man da irgendwie hochkommen. Mal überlegen, jetzt muss ich kreativ werden, wie wir das gescheit machen. Türme gibt es auch ganz, ganz viele. Müssen wir uns dann auch in Ruhe durchgucken. Ich hatte jetzt überlegt, wir machen jetzt hier quasi eine große Mauer hin. So. So. Okay. Und hier bauen wir jetzt quasi so einen Treppenturm dran. So. Ja. Perfekt. Das heißt, man muss erst hier unten rein. Da können wir jetzt gerne auch hier so einen Great Stairs mal dran bauen. So, zack. Das heißt, man muss hier rein, dann muss man das Treppenhaus erstmal hochlaufen und dann muss man hier lang, um hier reinzukommen. Und was ich übrigens auch, was es auch gibt, was ich sehr geil finde, man kann die Farben der Mauern noch bearbeiten. Also man kann jetzt hergehen und sagen, ich will jetzt gar nicht so, dass diese weißen Steine da jetzt genutzt werden. Ich will, dass ich graue Steine habe, ja, oder rote. Ich weiß, gut, ich kann Remove Colors machen, das geht. Wenn ich jetzt weiß wähle, dann sieht das halt so aus. Hat dann wirklich was, ein bisschen von Schloss Neuschwanstein, muss man ehrlich sein. Finde ich jetzt aber zu schlossmäßig, ja. Dann gibt's noch Rot. Das ist für mich, okay, weiß ich nicht, ist vielleicht noch in Bearbeitung, soll vielleicht ein bisschen anders aussehen, soll vielleicht so Brickrot sein, also so ein bisschen ausgewascheneres Rot. Wie vergleichsweise wie der Rote Bergfried zum Beispiel. Von daher glaube ich nicht, dass das Rot so stimmt. Dann kann man auch noch Grau machen. Grau fand ich ganz interessant. Aber dann fehlt mir so ein bisschen diese steinerne Textur. Also, von daher, Farbe finde ich cool hier, aber die Textur fehlt mir so ein bisschen. Also removen wir das einfach mal wieder. Und lassen es einheitlich in dieser steinernen Textur. Was finde ich auch cool aussieht. Dann finde ich, was es aber noch gibt, was ich gerne machen würde, ist ein rotes Dach. Diesen roten Dachziegeln. Das finde ich, sieht echt cool aus. Das hat auch so ein bisschen was, jetzt nicht so tiefmittelalter, eher so Spätmittelalter, Richtung Renaissance eher. Gibt auch noch Schwarz, auch stylisch, und Blau. Ah, das wirkt wieder ein bisschen zu Fantasy. Wenn ich es jetzt nochmal wegmache, haben wir dieses Graue. Naja, gut, komm. Wir machen Rot, das bringt ein bisschen Farbe rein und gefällt mir auch. Cool, das wollte ich einfach nochmal gezeigt haben, genau. So, und jetzt könnten wir eigentlich mit unserer Figur, können wir jetzt hingehen und können da wirklich mal reinlaufen und uns das mal von innen angucken, was es da jetzt schon so gibt. Meine war ja früher, gibt ja einige Burgen oder gab einige Burgen, die halt dieses Prinzip hatten, dass unten nicht einfach stumpf der Eingang ist, sondern dass man halt erstmal eine Art Holztreppe hochgehen musste oder vielleicht manchmal sogar eine Leiter im Falle eines Angriffs. Ja, und jetzt kann man hier reingehen. Zack. Und hier eine schöne Wendeltreppe, die noch weiter hochgeht. Zack, und dann stehen wir jetzt hier oben in der Verteidigungsanlage und kann dann hier... Jetzt in den Bergfried rein.
Er ist jetzt natürlich noch leer. Na, ist klar. Hier ist jetzt noch keine Inneneinrichtung da. Ich weiß nicht genau, was da jetzt die Ziele der Entwickler sind, was man hier dann später machen kann. Ja? Ob man sich das dann einrichten kann mit Kisten, mit Möbeln, mit Küchenutensilien etc. pp. Das ist jetzt erstmal alles nur so hier. Aber ich finde, dass es halt trotzdem cool ist. Ich glaube, in der Etage drüber. Hier haben wir auch die Schießscharten und so. Ist auch sehr geil. Jetzt glaube ich, in der Etage drüber habe ich... Hier geht's runter. Hier geht's hoch, ja. Das ist wirklich cool gemacht, das mit diesem Treppenhaus hier. In irgendeiner Etage hatte ich doch Fenster eingebaut. Können wir vielleicht im Nachgang nochmal ein paar Fenster mehr reinmachen. Dass es jetzt nicht so trostlos, fensterlos hier ist tatsächlich. War das hier? Ja, hier habe ich ein Fenster gemacht. Gut, das ist jetzt ein bisschen klein geworden. Aber macht ja auch Sinn, es gibt ja kein Glas hier. Das heißt, man müsste halt ja auch das Ganze wärmen und beheizen etc. Kann man ehrlich gesagt nicht so große Fenster reinmachen. Wie sieht denn das auf dem Dachboden oben aus? Bin ich jetzt überhaupt schon ganz oben? Nee, da kommt noch, glaube ich, eine Etage. Ah, jetzt sind wir auf dem Dachboden. Ja. Gut, hier sieht man jetzt, dass man sieht... Ach nee, man kommt noch weiter hoch. Guck mal an. Hier sind wir jetzt auf dem Dachboden. Das sieht auch schon echt cool aus, ne? Hier haben wir auch so kleine Fenster mit Schießscharten. Ich glaube, ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal ein paar mehr Fenster einbauen. Müssen wir jetzt mal gucken. Defensive Window, Safe Window, Large Window. Also das ist schon ein Large Window. So, dann gehen wir jetzt überall nochmal rum und bauen hier so ein paar Fenster ein. Hier können wir auf jeden Fall ein paar Fenster gebrauchen noch. So. Hier drüben auch. Okay. Ja, da haben wir jetzt mal ein paar Fensterchen reingemacht. Weiter oben geht nicht, aber ist auch nicht schlimm. Ja, das ist unser Bergfried sozusagen. Das Wohngebäude des königlichen Sitzes hier. Und ich finde, das ist echt ganz spannend geworden hier mit dem Treppenhaus davor. Das ist eigentlich ganz cool. Genau. Ja, jetzt gucken wir einfach mal, was wir so an Türme haben. Es gibt so viele Türme. Es gibt hier auch verschiedene Variationen davon. Ja, man kann dann hier auch den Zinn noch arbeiten, so eine Holzkonstruktion machen. Das ist halt so cool. Auch hier kann man es quasi wieder höher und niedriger machen. Kann richtig hohe Schlösser bauen. Das ist richtig krass. Ein Waldtower. Die haben alle die unterschiedlichen Kopfformen sozusagen. Ganz hoch machen. Square Tower. Ah, das ist so ein kleiner. Ich stehe. Ja. Der Prestige Tower, der ist auch krass. Hier kann man zum Beispiel aber die Kopfform nicht ändern. Die bleibt gleich. Dann haben wir hier noch solche Defenders. Die finde ich grundsätzlich ganz spannend, aber das sind für mich eher Mauerstücken und keine Türme. Zum Beispiel sowas wie das hier. Ja, das passt, das macht sich super neben dem Torhaus zum Beispiel. Ja, da habe ich ja in meinen Stronghold-Videos ganz oft dem guten Karl nachgeeifert, muss ich zugeben. Ja, vielleicht fangen wir erstmal mit einem Torhaus doch an. Die haben wir hier. Es muss schon, wenn das hier die Königsburg ist, muss es schon ein imposantes Torhaus jetzt hier hin. So, das bauen wir mal. Können wir auch das höher machen, theoretisch. Sehr viel höher muss es nicht sein. Also, ja, so hier ist vielleicht okay. Wenn jetzt sagt, hier steht quasi der Haupteingang. Das hier sieht aber auch cool aus, aber da würde ich... Oha! Oh, okay, das muss ich auf jeden Fall auch nochmal nutzen. Dann haben wir noch so ein kleines Gate. Modular Gate. Ah, okay. Aber hier hatte ich jetzt zum Beispiel die Idee, dass man hergeht und sagt, hier baut man jetzt noch diese... Hier. Die baut man jetzt hier noch so daneben. Oder so hier. Das ist... Oh, das wäre auch witzig. Aber nee, ich würde es dann lieber so hier machen. Halt wirklich hergeht und sagt... So. Jo. Ist eine schöne... Verteidigung drinnen. Ja.
Hat was. Gefällt. Show Manor. Achso, das ist das Dorf, genau. Show Keep. Modify Landscape. Jetzt muss ich erstmal mit der Figur wieder bis ganz runterlaufen, um wieder rauszukommen. Moment. Ja, hier sieht man schon, das ist schon eine ziemlich starke Konstruktion, glaube ich. Soweit ich weiß, geht auch das Tor aus von alleine auf, wenn man da durchlaufen will. Können wir mal kurz gucken, ob es der Wahrheit entspricht. Jo, in der Tat. Da muss ich auch nochmal Treppen oder sowas dran bauen. Oh, hier haben wir so kleine Nebenräume für die Wachen quasi. Schon klasse. Ja, das ist schon echt imposant, muss man sagen. Erinnert mich gerade auch so ein bisschen an Mountain Blade. Bannerlord. Von daher, man kann da halt auch echt krass kreativ werden. Also, ich habe irgendwie das ganz stumpfe Gefühl, dass das irgendwie länger jetzt noch gehen wird als nur eine Stunde. Aber das Problem ist, dass das aber, na gut, ich könnte so eins hinbauen und vielleicht so eine Hin-Variante noch daneben. Das wirkt ein bisschen komisch. Nee, das machen wir wieder weg. Ja, so eine Rampe wäre eigentlich ganz cool. Aber ich schätze mal, dafür gibt es noch keine richtige Lösung. What the fuck, was ist das? Ui. Tja, wie kann man da jetzt... Ich könnte... Oh, Farm gibt es tatsächlich auch. Ach Mensch, ich habe vorhin noch drüber gesprochen. Tja, wie kann man jetzt versuchen, da so ein bisschen so eine Ebene zu setzen, die da hochgeht? Ohne dass es jetzt eine Treppe ist. Nicht breit genug ist leider. Ich könnte wahrscheinlich hergehen und könnte mit dem Landscape Mode versuchen, das so ein bisschen hier hochzusetzen. Raise Ground. Könnte jetzt schrecklich nach hinten losgehen. Ja, nee, das geht nicht. Vielleicht mit ein bisschen lange Üben könnte ich es vielleicht hinkriegen. jetzt mit... So, und dann... Oh Gott. Habe ich ein bisschen zu viel und zu lange gedrückt, glaube ich. Oh, jetzt war wieder zu viel runtergegangen. Nein! Ja, das könnte jetzt ein bisschen wild werden. Ich könnte versuchen, vielleicht mit Smooth... Ah ja. Ja, jetzt sind wir ungefähr wieder beim Stand vorher. Nee, ich glaube, da werde ich doch mit einer Art Treppe arbeiten müssen. Es geht gar nicht anders. Options gibt's auch keine. Schade. Tja, dann werde ich vielleicht mal hergehen und... Ich kann es auch leider nicht breiter machen. Change Side. Ah, nee, boah, ich kann diese Dinger doch wegmachen. Okay, gut. Na, das ist doch super. Ich kann es höher oder niedriger wieder machen. So reicht mir das eigentlich schon. Ja, nee, gut, dann machen wir das so. Dann ist das ist okay. Man kommt da zwar jetzt nicht mit einer Kutsche rein, aber was soll's. So, dann machen wir das auch so. Naja, gut, das ist ein Kompromiss. Das ist ein Kompromiss, mit dem ich leben kann. Das gleiche machen wir jetzt auf der Rückseite. So. Wobei, warum... Ich kann auch das links machen, das ist doch okay. Ja, pass auf, das können wir eigentlich machen. Ich weiß, jetzt hatten wir so ein bisschen rampenmäßig das gehabt, aber... Problem ist, die ist zu steil, die Rampe. So, hier. Ja, so ist das doch okay. So kann ich mit leben. Ja, und hier vorne brauchen wir es vielleicht jetzt nicht. Ja, wobei, doch. Doch, ich will das eigentlich schon haben. Diese, dass man die Geländer quasi links und rechts hat. Ich guck's mir mal ganz kurz an, wie das mit den Rampen so aussieht. Ah, das ist zu wenig. Und man kann nicht mal drüber laufen. Nee, dann machen wir das so weg. Weißt du, in meiner Fantasie stelle ich mir das halt vor, dass da halt eine Kutsche drüber kommen muss. Und wenn das dann nicht der Fall ist, dann ist halt doof. So, naja gut, machen wir das so. Damit kann ich gut leben, das ist ein Kompromiss. So, dann haben wir jetzt hier so eine schöne Treppe. Dann steht man, wenn man hier in den Innenhof kommt, dann steht man direkt vom Palast.
Was ich gerne gerade noch machen würde, ist gucken, ob ich hier eventuell was von der Natur wegnehmen kann. Flatten Clear Area. Ja, tatsächlich, ich kann diese Sträucher, diese Dreckhaufen hier tatsächlich wegnehmen. Das ist gut. Ich würde eigentlich ganz gerne auch die Wiese eigentlich hier weg haben, so eine Art Steinboden haben oder einen, zumindest einen, einen rasengemähten Boden. Ihr wisst, was ich meine. So. Okay. Das ist doch schon mal ganz cool. Und genau, wenn ich jetzt in die Figur nochmal reingehe oder nochmal so ein bisschen gucke. Oh, jetzt habe ich diesen Landscape-Mode noch aktiviert. Gehe ich mal ganz kurz raus. Ich will gar nicht in Destroy-Mode gehen. Okay, ich glaube, jetzt habe ich ein Problem. Indem ich jetzt diesen Landscape-Mode aktiviert habe und da jetzt kurz nicht rauskomme. Oh. Ich glaube, das soll nicht so sein. Flatten. Ich glaube, ich habe gerade ein Problem mit dieser Anzeige. Tja. Kann ich speichern? Save and load. Ist leider noch nicht aktiv. Stimmt, einen Questlog gab es ja auch noch. Aber das werden wir uns heute nicht genauer angucken. Ich wollte halt eigentlich nur die Burg bauen. Tja, das ist jetzt ein Problem. Ich habe jetzt... Wenn ich nochmal in den Destroy-Mode gehe... Nochmal... Die Kamera sitzt halt auch fest. Ah, nee, doch nicht. Ich kann auch nicht mehr rein oder raus zoomen. Shit. Ja, die Kamera ist nur noch, wenn ich die Maus über den Rand bewege. Nur noch navigierbar. Nicht mehr mit WASD, auch nicht mehr mit Pfeiltasten. Ich glaube, ich habe irgendwas kaputt gemacht. Das ist ja belastend. Vielleicht kriege ich das irgendwie wieder weg. Okay, ich fürchte, das kriege ich jetzt nicht mehr weg hier. Ich bin es, glaube ich, in diesem Landscape-Mode so ein bisschen gefangen, mehr oder weniger. Aber das ist nicht so schlimm. Ich glaube, wir können auch so weitermachen. Wie gesagt, ist halt nur ein Testvideo. Ich kann zumindest Mauern platzieren, wenn ich es will. Und das ist ja schon mal gut. Das würde ich jetzt auch einfach mal machen. Da würde ich jetzt einfach mal hergehen und hier diese Schlucht mit einbeziehen. Mit einer hohen Mauer bedenken. Ich würde eigentlich eine Doppelmauer oder sowas haben. So hier. Ja, das gefällt mir ganz gut, dass da so ein tiefes Mauerstück dann da ist. So, und wir machen hier aber eine Doppelwand draus. Tät ich jetzt mal sagen. Muss auch so ein bisschen skizzieren. Jo. Okay, das soll eine schöne, dicke Mauer werden. Perfekt. Cool. Hier würde ich gerne irgendwas an den Bergfried noch dran bauen, turmmäßig. Also, das soll schon hier so ein bisschen auch quasi mit inbegriffen sein. So ein Prestige-Tower. Wäre, glaube ich, ganz okay. So, rotieren wir den nochmal ein bisschen ein. Vielleicht so hier. Wobei, wenn der Eingang so schräg ist, wäre das eigentlich noch besser. Das wäre optimal. Und er so ein bisschen raussteht, ist auch okay. Der hat jetzt keine andere Dachform oder so. Der ist jetzt so. Aber das... Okay, der Eingang ist jetzt, glaube ich, unter Tage. Unter Tage, aber das ist nicht schlimm. Wir können ja nochmal draußen einen Eingang dran setzen. Also wir könnten jetzt auch nochmal hergehen und sagen, wir bauen jetzt hier einfach noch eine Tür dran. Die jetzt auch ein bisschen unter Tage ist. Okay, ist nicht schlimm. So, da muss ich nochmal in Destroy-Mode gehen. So, dann machen wir das nochmal lieber komplett weg. Nee, komm, ich mach den ganzen Tower nochmal komplett weg. Ich will schon ganz gerne, dass der Eingang da auch innen ist. Also das wäre schon cool. Das irgendwie hinkriegen können. So, hier. Wenn ich es schaffen könnte, dass der Eingang irgendwie... Aber kann sein, dass ich das nicht hinkriege. So. Ich
auch wenn ich es höher mache, bringt es halt nichts. Egal, ich nehme das so. Und dann... Ich meine, wenn jetzt hier kein Eingang dran ist, mein Gott, da geht jetzt die Welt nicht unter. Ich könnte es vielleicht auch noch ein bisschen höher setzen und dann versuchen, mit einer Treppe zu machen. Das würde natürlich auch gehen. Ach nee, man kann keine schrägen Treppen bauen. Nee, dann können wir es leider nicht so machen. Das mit dieser blauen Kuppel da ist, es tut mir ja echt leid. Mich nervt das ja selber schrecklich gerade. Ich krieg die jetzt gerade einfach nicht weg. Ich kann da auch gerade nichts machen. Selbst wenn ich dieses Feature mit dem Landscaping nutzen will, ist es gerade gar nicht aktiv. Also ich kann es gar nicht nutzen, selbst wenn ich es wollte. Und ich habe halt Angst, dass wenn ich jetzt halt rausgehe, dass der ganze Baufortschritt dann einfach weg ist. Was habe ich jetzt hier gemacht? Square Coupler. Rotate. Ja. Building Variations. Okay, ich weiß gar nicht, was er gemeint ist, ehrlich gesagt. Aber ist nicht schlimm. Ich versuche immer noch einen Weg, diese Kuppel wegzukriegen, aber ich kriege die einfach nicht weg. Hm. So, ich habe das jetzt einfach nochmal schnell nachgebaut. Ich habe die Map jetzt nochmal neu gestartet, weil das Problem ist halt wirklich, man kann halt nicht speichern und nicht neu laden. Das ist noch ein bisschen schade, aber ich hoffe, dass das früher oder später irgendwann reinkommen wird. Ja, meine Hoffnung mit diesem Turm hier, ne? Ich glaube, die muss ich ein bisschen begraben, dass ich den Eingang so schräg hinbekomme, weil Treppen kann ich halt keine schräg bauen. Das heißt, ich muss schon gucken, dass der Eingang irgendwie entweder in die Richtung zeigt oder in die hier. So, in die Richtung meine ich. Da ist diese wahrscheinlich naheliegender, diese Richtung zu nehmen. Und dann zu gucken, dass ich den Turm so hier platziert bekomme. So, dann müssen wir den natürlich auch ein bisschen höher machen. Und so ist es eigentlich ganz cool. So hätte ich es gern. Jetzt gucken wir mal, wie es mit dem Eingang aussieht. Naja. Ich könnte den... ich könnte versuchen, mit dem Landscape Boat den Ground hier ein bisschen deeper zu machen. Ja. Okay. Das ist eigentlich okay, das ist okay. Smooth Ground, Flatten, Clear Area. So, jetzt ist hier ein bisschen dieser Schmutz und dieser Dreck, den wir jetzt mal wegnehmen. Geäst und das ganze Zeug. Ich hoffe, dass das nicht das Problem war, ehrlich gesagt. So, okay, hat geklappt. Sehr schön. Jetzt haben wir hier tatsächlich so einen kleinen Eingang. Ja, ich finde, das ist okay. Das passt. So. Jetzt müssen wir noch kurz die Mauerchen an den Turm ranziehen. Ich glaube, das ist gar nicht möglich. Thin Wall? Ah ja, ein Thin Wall würde gehen. Mach es natürlich hoch. Okay. Sieht ein bisschen spanisch aus. So ist besser. Jetzt steht hier links und rechts zwar noch ein bisschen Mauer weg, aber vielleicht kann ich das irgendwie... Vielleicht kann ich das irgendwie retten. So, ich die Zinder komplett abmachen, aber die Mauer schmiegt sich leider nicht an den Turm an, das ist das Problem. Es gibt ein Grid-System, das haben wir gerade gesehen, es gibt auch so ein Free-System. Ah ja, guck mal. Vielleicht kann ich das vielleicht fixen. So, na, noch eins. Ach, komm schon, noch eins höher, bitte. Naja, gut. Nein, wieso ist das jetzt weg? Es geht nicht höher. Kannst du höher machen, okay. Aber wenn ich den Great Wall nehme, damit wird es... gehen. Ja, okay. Kann ich mitleben. Ist nicht wunderschön, aber kann ich eindeutig mitleben. So, geht auch nicht komplett hoch, aber ist okay. Ja,
Jetzt können wir hier noch einen Eingang reinbauen, finde ich. Eine Tür. So. Dann kommen wir noch auf den Wall hier hoch. Ja, Mensch, das ist doch schon mal eine hübsche Angelegenheit. Jetzt muss ich das nur noch irgendwie mit der Mauer des Bergfrieds hier verbinden, damit hier hinten kein Loch ist. Und dann nehmen wir, denke ich mal, ja. Aber da muss ich auch aufpassen wegen dem Eingang eigentlich so ein bisschen, ne? War ein Thin Wall. Da ändern wir auch mal hier so. Okay, cool. Jetzt haben wir das verbunden. Jetzt kommt man da aber nicht raus, oder? Muss man da rauskommen? Muss man hier drüben reinkommen? Ist jetzt die Frage. Hier kommt die Frage aller Fragen. Muss ich da jetzt eine Tür reinschlagen? Hier wird es gehen, tatsächlich. Wenn man tatsächlich auf diesen Teil der Mauer draufkommt, drüben wird es dann nicht mehr gehen. Aber das ist okay, da kommt man wenigstens hier drüben so drauf. Das ist doch interessant. Das ist doch hübsch. So, ja. Ja, das nimmt doch schon langsam aber sich schon mal Gestalt an die innere Burg. So. Jetzt können wir das aber vielleicht noch so machen, dass man von hier außen vielleicht hochkommt. Ja. Dass wir jetzt eine Treppe bauen. Entweder ein Treppenhaus nochmal oder gucken, dass wir vielleicht eine ein Stairway nehmen. Hier. So ein hier. Wobei dünn ist immer so eine Sache. Ich soll dann vielleicht schon Grate nehmen. So. Jo. Und dann könnten wir hier unten nochmal sagen, wir könnten hier eigentlich einen Workshop oder sowas dran machen. Warte mal. Gucken wir, ob wir vielleicht ein Gebäude haben. Hier, so ein Workshop. Auch ein sehr großes Gebäude. Aber würde es sich doch anbieten, wenn man dann in den Workshop reinkommen würde. Von der Treppe aus. Ist das, was ich meine? So hier. So, und bitte sag mir, wenn ich hier jetzt einen Eingang reinbauen kann. Nein. Nein, kann man nicht. Hier drüben wird's. Hier wird's gehen. Aber hier nicht. Ei, okay. Na, dann müssen wir nochmal kurz den Destroy-Mode hier einlegen. Ich will das gerne durchziehen mit dem Workshop. Das könnte gut werden. Achso, Variations haben wir noch. Naja. Ja. Ja, doch. Würde sich vielleicht besser an die Mauer anpassen, hier so ein Gebäude zu nehmen. Da muss ich es aber so bauen, wegen den Türen und Turm. Aber nee, dann machen wir es so ein bisschen größer vielleicht. So hier. So, dann bietet sich das mehr an. Weil da können die, die hier oben drauf stehen, auch nochmal hier runterschießen. Wisst ihr, was ich meine? So, und da wäre es geil, wenn da jetzt eine Tür reinpassen würde. Ist gar nicht so einfach. Na. Boy. Fast. Pass auf, dann. Wir kriegen das irgendwie hin. Wir kriegen das irgendwie schon hin. Wir machen das mal komplett weg hier. Wir kriegen es schon irgendwie hin. Wir müssen es halt noch eins weiter bauen. Also wir müssen quasi noch ein kleines Wall-Kit hier anbringen. Mal höher. So, okay. Dann sind wir erstmal weg. So, jetzt wären wir zumindest schon mal auf der Höhe. Jetzt gucke ich nochmal, dass ich hier. Nein, das kriege ich wohl nicht weg. Egal, nicht schlimm. Wir konzentrieren uns erstmal hier auf die Treppenmisere.
So, jetzt habe ich die Richtung so geändert, dass die hochgeht. Nee, nee. Die soll runtergehen. Ihr merkt schon, Leute, das wird ein bisschen länger dauern, das Video wahrscheinlich. Ja, nee. Nee, ah. Mann! Okay, ich hätte es ändern können. Indem ich nochmal. Kann es vielleicht nochmal ändern, indem ich hergehe und hier die. Ja, so geht's. So wird es klappen. Und dann bauen wir jetzt noch eine dünne Variante. Direkt daneben. So, und dann machen wir hier auch die mittleren Stücke weg. Und dann würde die Treppe ja durchaus passen. So, dann würde sie durchaus passen und dann führt die da auf die Mauer mit hoch. Und dann haben wir hier noch einen Workshop drin. Klar könnte man jetzt sagen, warum baut man nicht einfach hier eine Tür ein? Das wäre zu einfach. Das bestimme ich jetzt einfach so. Wäre zu einfach. Man kann hier unten dann jetzt noch eine Tür bauen. Dass man sagt, hier hat man jetzt einen Eingang. So, zack. Und da baut man jetzt mal keine Steintreppe dran, die in den Hof führt. Wäre okay, aber ich würde dann jetzt hier ehrlich gesagt mal eine Holztreppe nehmen. So. Hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Jetzt beim Neubau, also beim Neustarten, habe ich dieses Dorf nicht nochmal aufgebaut. Das heißt, ich muss jetzt nochmal kurz hinlaufen. Ja, man muss schon sagen, es nimmt langsam, aber sicher nimmt es Gestalt an das Ganze. Da oben ist das ein Pfeil, der in der Luft fliegt? Ich weiß es nicht. Wir hinterfragen besser nicht. Ja, es nimmt langsam, aber sicher nimmt das Ganze Gestalt an. Das ist schon ziemlich cool. Oh, cool. Ah. Der Workshop hat auch viele Fenster, sehe ich gerade. Wie könnte man nochmal in First Person gehen? Shit, weiß ich nicht mehr genau wie. Ah, mit H kann man es hart ausblenden. Ist ja geil. Gut zu wissen. Erstmal kurze Kontrolle, ob ich hinten in den Turm einfach so reinkomme. Ohne weiteres. Ja. Das ist gut. Guck mal, hier geht sogar noch in den Keller runter. Naja, guck mal an. Ja, aber auch immer so Zwischenräume ist auch sehr geil. Aber ich will ganz hoch. Wobei, irgendwo müsste es ja noch einen Weg geben, der auf die Mauer führt. Ich habe ja irgendwo noch eine Tür reingebaut. Müsste dann vielleicht hier sein. Nee, es muss zwei weiter unten. Ah, echt Idiot. Egal, wir gehen erstmal hoch. Ja, ist schon stabil. Wenn ich da jetzt hinten noch mein Dorf aufbaue, da, wo, was man dann auch sehen kann, und hier haben wir noch einen Innenhof in der Burg und hier ist dann der Palast, wo man hier unten nochmal auf diesen Weg drauf gucken kann. Ah, ich muss sagen, da ist der Fantasie wirklich keine Grenzen gesetzt. Ich glaube, wir müssen noch eins runter und dann. Hier war ich eigentlich. Ah ne, hier ist die Tür tatsächlich. Hier kommen wir auf die Mauer dann. Schön. Schön, schön, schön. Ja, und hier kommen wir dann in diesen Workshop auch rein. Was auch immer Workshop jetzt bedeuten mag, ne? Ich hab auch keine Ahnung, ehrlich gesagt. Was die Workshops dann später im Spiel machen können oder wo die dann gut sind, das weiß ich auch nicht. Aber sie sind erstmal dann da und das ist ja schon eine feine Sache. Ja, genau. Diese Wehrtürme dann noch, hm? Okay, es gibt zum Glück keinen Fallschaden. Genau, und diese Wehrtürme sind auch nochmal ganz witzig, weil man kommt dann hier. Ja, man kann hier hochspringen. Cool. Kann dann hier halt auch aus diesen Batterietürmen rausschießen. Also, schon geil gemacht. Hier steht man dann ganz oben. Da wäre dann quasi so ein Hafen, wo man so eine kleine Flotte anlegen kann und so. Ah, es ist schon. Hier quasi so eine. Ja, hier ist ja sogar eine Anlegestelle. Aber ich meine dann halt so einen richtigen Hafen. So, ich muss das nochmal ganz kurz mit den. Das habe ich gerade beim Nachspielen nicht gemacht. So. Bauen wir nochmal schnell nach.
Man kann sich hier schon so ein bisschen drin verlieren in dem Game. Wenn dann halt einmal so die Kreativität anfängt reinzuhauen, dann wird das, glaube ich, gefährlich. Dann kann das ziemliches Suchtpotenzial, glaube ich, bringen für Leute, die halt Bock haben, geile... Oh, shit. Leute, die halt Bock haben, geile... Oh, nein. Das werde ich jetzt wahrscheinlich nochmal nachbauen müssen, ja? Bitte sag mir, dass ich das einfach wieder ersetzen kann. Nein, kann ich nicht. Och, nö. Wie mache ich denn das jetzt? Okay, ich glaube, ich muss das nochmal... Ich glaube, ich muss nochmal komplett abreißen hier. Jetzt hätte ich gerne so eine komplette Top-Down-Kamera, um das besser zu sehen. Nicht, dass ich jetzt hier noch mehr abreiße als ohnehin schon. So, jetzt haben wir es wieder. Müssen wir uns nochmal kurz... Wow. Ja, ich krieg's hin. Ich bin schon ein großer Junge. Ein großer Kurga bin ich, so. Sehr schön. Ich mag das auch hier so, dass die Mauern halt auch schön oben bleiben und sich hier nicht an diese Natur hier anpassen, an die Landschaft anpassen, sondern einfach über allem stehen, über der Natur stehen. Das finde ich halt geil. Das gefällt mir sehr gut. So. Jetzt müssen wir mal überlegen. Jetzt würde ich hier gerne noch einen Turm irgendwie setzen. Guck mal, was ich... Also noch so ein Prestige-Tower jetzt vielleicht nicht, aber... Gerne... Ja, so ein Tower. Keep Tower. Was können wir da noch so für Variationen drauf machen? Ah ja, ich will so mit einem gedeckten Dach. Das ist doch eigentlich ganz cool. Okay, Eingang ist jetzt hier nicht da. Könnte man vielleicht noch bestimmen. Ich überlege gerade, ob das nicht ein bisschen zu hoch ist. Was vielleicht mal so hier, ne? Ja, nö, passt mir eigentlich ganz gut hier. So. Tin Wall Grid. Auch hoch. Nein, ich wollte es da noch lang ziehen. Okay. Ja, man gewöhnt sich an die Steuerung. Ist noch ein bisschen... So. Perfekt. Okay, dass jetzt hier die Zinne fehlt, ist jetzt nicht schlimm. Das nehme ich jetzt mal als in Ordnung hin. So, jetzt müssen wir aber hier auch nochmal natürlich eine Tür reinbauen. Ist ja logisch. So, zack. Da kommt man jetzt auch rein. Und hier baue ich jetzt auch eine Mauerverbindung. Rüber, ja. Ja, ich finde so, hier passt das eigentlich ganz gut. Kann ich da drauf, ist die Frage. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ich glaube aber nicht, dass das geht. Ich hätte sonst gesagt, ich baue jetzt hier noch eine Treppe drauf, sodass man hier über die Zinne drüber kann. Aber ich glaube nicht, dass das geht. Nee, ich kann das ganze Ding nur abreißen, aber ich kann hier nicht einzelne Zinnen abreißen. Das heißt, hier kann man nicht hoch. Aber ist okay, also das muss jetzt auch nicht zwingend sein. Wir können jetzt hier eine Tür einbauen. Natürlich auch nochmal. So. Und dann haben wir hier den Wehrgang eigentlich soweit fertig. Ja, wir könnten jetzt... hier irgendwie noch so einen Stall oder sowas reinbauen. Also irgendwas, dass diese Nische nicht ungenutzt bleibt. Wisst ihr, was ich meine? Aber da muss schon irgendwas passieren noch jetzt da drin. Wir können auch hier eine Statue oder so reinstellen. Ich glaube auch irgendwie so eine Strafe gab es da auch. Hier so ein Punishment, genau. Ich könnte auch hergehen und sagen, hier hängen halt jetzt so die Verbrecher ab. Wieso ist hier oben jetzt eine Zinne abgerissen hat, weiß ich nicht. Aber es ist okay für mich. So, und wir bauen hier, ja,
so die Klosetts, das heißt, die Gefangenen müssen dann hier quasi ertragen, wenn die Wachleute hier auf Toilette gehen, und das müssen die Gefangenen dann alles mit, ja, mitnehmen, sagen wir es mal so. Ihr wisst, was ich meine. Okay, ja, dann haben wir die Ecke da schon mal genutzt, das ist doch schon mal cool. Ach, guck mal, man kann sogar einen Baum hier hinsetzen, das ist eigentlich ganz cool. Ja, machen wir das doch einfach. Hä? Wenn die Lordschaft dann hier auf dem Balkon steht und zu den Mannen reden möchte, sollten wir das vielleicht nicht machen. Aber hier so ein Anschlagbrett ist doch hübsch. So. Steht es jetzt falsch rum? Es steht natürlich falsch rum. So. Also wenn wir das schon machen, dann muss es auch richtig rumstehen. So hier. Okay, nice. Ja, diese kleinen Dekorationen und so, die man hier noch machen kann, die sind schon echt hübsch. Noch hier stellen wir noch eine Statue hin. Und eine Straßenlampe. Können wir hier auch noch so ein paar hinsetzen, damit es hier nachts hell ist. Okay, cool. Aber damit machen wir später weiter. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier die Seeseite quasi so ein bisschen abdecken. Von Angreifern, die von See auskommen. Dann wäre jetzt natürlich die Frage, so ein Defender so zur See raus, ah, ich weiß nicht. Ein Wall Tower, Deep Tower, Square Tower, oh, ein Rundturm, oh, cool. Ich hätte gerne aber noch einen größeren Rundturm, ja, wobei das hier würde ich aber nicht als Rundturm durchgehen lassen, ehrlich gesagt. Das ist für mich halt so ein nicht ganz Rundturm. So ein Imposting Tower, nur halt in dicker. Nee, wir müssen hier schon nochmal einen Rundturm bauen. Eine Burg ohne Rundturm ist irgendwie keine richtige Burg. Was hat denn das noch für Dachvariationen? Ah ja, ziemlich... Oh, so ein Zauberturm. Da können wir ein paar bauen. Also ich hätte die Variante hier ganz gern. Die sieht super cool aus. So eine Zauberturm-Variante ist halt nicht nice. Warte mal, ich muss nochmal kurz hier... Destroy Mode. Ja, wir waren das mit dem Flatten. Ist das Flatten? Nee, macht keinen Sinn. Clear Area hier. So, zack. Genau. Ich hätte gern, dass dieser Rundturm was ein bisschen größer ist, ehrlich gesagt. Hey, die Richtung ist schon so okay. Das hier ist eigentlich cooler, ehrlich gesagt. Das hier ist so Fantasy-mäßig. Aber das gefällt mir halt auch irgendwie. Ah, Mann. Ich weiß nicht. Und wenn ich den direkt an den Bergfried ranbaue, den Turm, dann kann ich das aber diese Variante nicht nutzen. Sei denn, ich baue es so. Aber das ist aber witzig hoch. Irgendwie, das ist auch ein bisschen unrealistisch. Nee, das kann man nicht so hoch machen. Ah, dann... ich bin mir so unsicher. Ich weiß es doch auch nicht. Die Variante ist auch cool. I'm not sure. Komm, dann nehmen wir einfach die Variante hier. Das ist ein guter Kompromiss, glaube ich, zwischen allen Variationen. Ich hätte schon, dass der Eingang hier oben ist, ja. So hier. So. Ja, der Turm ist doch meine Ansage. Braucht man ewig, bis man oben ist, aber hey, das ist okay. Jetzt müssen wir da natürlich auch erstmal ein Verbindungsstück mit Mauer erschaffen. Oder kann man hier gar keine Mauer dran bauen? Doch, ich hoffe schon. Ach, höher geht die Mauer gar nicht. Achso. Kann man das nicht direkt anmauern? Das wäre aber schwach, wenn es nicht gehen würde.
Das geht tatsächlich nicht. Man kann den Turm nicht anmauern. Okay, das ist aber tatsächlich jetzt nicht so nice, muss ich sagen. Ich hätte schon ganz gerne hier drin, hier an der Mauer einen Eingang gehabt, dass man hier auch in den Bergfried von hier aus kann. Dass das jetzt nicht geht, ist natürlich ein bisschen schade. War erstmal was anderes. Ich habe gerade eine andere coole Idee, wenn ich so drüber nachdenke. So. Jo. Quasi einen Innen- und einen Außenwall nochmal. Mehr oder weniger. Und hier baue ich jetzt nochmal einen Treppenturm hin. Dran. So, genau. Ah, da müssen wir den Eingang natürlich auf die andere Seite packen. So hier. Nee, nicht so. So. Obwohl der Eingang jetzt... zieht man den halt nicht. Hm. So wäre der dann auf der Höhe. Ja. Aber ich mach's jetzt einfach so. Das wird schon irgendwie gehen. Kriegen das schon irgendwie hin. Dass es funktioniert. Ich habe echt krasse Screenshots gesehen, was da alles möglich ist. Ah, aber das funktioniert tatsächlich nicht, wie ich es mir gerne hätte. Ich kann jetzt hier keine Tür offenbar reinbauen oder einen Durchgang oder so. Doch, kann ich. Nur halt nicht auf der Seite. Warum nicht auf der Seite? Nur auf dieser Seite. Ach, hier könnte ich es übrigens auch, glaube ich. Aber wieso geht das nicht hier? Ist ja doof. Hm. Nee, dann muss ich das Ding nochmal abreißen. Ich habe einen ziemlichen Plan, wie ich das machen will, aber mal gucken, wie das mit meiner Kreativität gerade hinhaut. Man kann ja auch nicht nur so Square Walls bauen, man kann ja auch freie Mauern bauen, die so ein bisschen rund sind, ja? Ich demonstriere es vielleicht mal kurz. Wenn ich jetzt hier hingehe, was jetzt übrigens nicht höher geht, alles klar, lul. Na gut, dann nehmen wir jetzt halt... Wieso geht das nicht höher? Warum geht das nicht höher? Das ist Maximum Höhe für den... Curve Wall? Das ist ja komisch. Okay, naja, egal. Pass auf, dann machen wir folgendes. Dann habe ich gerade eine... Ja, dann müssen wir es anders machen. Dann baue ich hier eine Treppe dran. Nee, dreh mal. So hier. Nee... Ja, so. So hier. Das würde eigentlich schon reichen. Klangt ja schon, um auf der Höhe zu sein. Ja, dann bauen wir jetzt hier noch so ein... So. Ja, so ist okay. Dann haben wir quasi so, so eine kleine Wachpostenstelle hier oben. Und dann kann man quasi hier auf den Wall drauf... So, okay, cool. Jetzt hätte ich noch ganz gerne, dass wir hier die... So, das Homeck machen. Ja, okay, dann kommt man hier so auf die Mauer drauf. Cool. Und jetzt... Hätte ich halt gedacht... Freier Wall, den setzen wir jetzt hier an. So, zack. Und jetzt ziehen wir den so ein bisschen so... Ah, schräg geht nicht tatsächlich. Ich dachte, ich kann den so curvy machen, irgendwie so ein bisschen. Hm. Ich kann den nicht curvy machen. Also schon schräg, ja, verstehe ich, alles klar, aber nicht so kurvig, wie ich das gerne hätte. Okay, pass auf. Oh, das ist, gar nicht so einfach, aber es macht Spaß. Man merkt, wie man sich hier drin verlieren kann. Ursprünglich hatte ich halt gedacht, dass ich eine Stunde bloß mache, aber... So gut. So, wir machen das mal alles weg hier. Und setzen mal hier... einen Prestigeturm nochmal hin, der jetzt aber mal so einen schrägen Eingang hat. Ich will das mal wagen... mit so einem schrägen Eingang.
So, und jetzt muss die Mauer ja aber auch schräg dahin. Wisst ihr, was ich meine? Und das müsste jetzt eigentlich hoffentlich funktionieren. So. Dann probieren wir das jetzt nochmal. Ey, das gibt's ja nicht. Das kann jetzt nicht das Höchste sein. Ja. Dann muss ich das wirklich, finde ich, hier machen. Ja, dann könnte ich das jetzt halt so, oh, ja. Ich würde es schon ganz gerne irgendwie so hier so ran machen. Das sieht irgendwie doof aus. Warum? Na gut, warte mal, was ich machen kann, ich kann im Landscape-Modus, kann ich ja hier erhöhen. Das ist ja kein Problem. So, wenn ich jetzt hierher gehe. Aha, Problem solved. Ja, so ist okay. Nee, das ist nicht okay. Das ist sowas von überhaupt nicht okay. Nee, das ist ja eine Totgeburt. Das können wir nicht so stehen lassen, nee. Alles klar, das... Nee. Das müssen wir irgendwie besser hinkriegen. Warum macht er das? Warum geht er da in der Mitte da so runter? Das verstehe ich nicht. Das höher geht nicht als das hier. Das ist irgendwie... Dann muss ich mit dem Landscape nochmal wirklich jetzt hier manuell hergehen und hier wirklich nochmal... Stelle erhöhen, Berg erhöhen. Wollte ich eigentlich verhindern, aber okay. Ich wollte eigentlich, dass das eine schöne tiefe Mauer wird, dass die schön tief nach unten noch runter geht. Naja, gut. Okay, damit kann ich irgendwie noch leben. Damit kann ich schon noch leben. Das ist schon noch okay. Das ist, dass wir es so machen. Das ist okay. Irgendwie anders vorgestellt, aber... Bisschen massiver vorgestellt als jetzt dieser kleine Wehrgang da. Lol, das geht. Das ist ein Grid. Ah, okay. Ich wollte Pre-War nehmen. Oh, nee. Nee, das machen wir nicht. Also so doppelt gemoppelt müssen wir es nicht machen. Ich würde das jetzt schon nochmal so machen, dass ich es Destroyer, ja. Nein, oh boy. Man muss echt vorsichtig sein mit dem Abreißen. Das kann mal ins Auge gehen. So ist okay. So ist okay. Ja, das ist in Ordnung. Ich kann damit leben. Ich kann, so wie es jetzt ist, ich kann damit leben. Es ist okay. Nicht ganz so schön, wie ich es mir erhofft hatte, aber das ist, es sieht nicht doof aus, komm. Nein, erzähl mir jetzt nicht, dass ich hier keinen Eingang hinsetzen kann, was? Ich kann, oh nee, weil das ja eine Seite ist. Oh, ich bin so blöd. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Tja, dann muss ich vielleicht nochmal hergehen und nochmal, Marco, ist eine Herausforderung. Definitiv eine Herausforderung. Aber ich komme hier nicht raus. Also hierhin kann ich den Wall jetzt nicht ziehen. Oder ich bin einfach gerade viel zu blöd. So blöd kann keiner sein. So. Nee, ich kann hier nicht rausgehen. Also hier runter geht nicht. Nee. Ja, okay. Okay, ist nicht schlimm. Alles gut. Wir leben damit.
Und ich muss mir auch mal Niederlagen eingestehen können. So. Bloß vorsichtig mit dem, was ich jetzt hier abreise. Naja. Ah, nein, ich hab die Mauer da unter entfernt. Nein. Okay. Ah, ein bisschen Geduld ist gefragt. So viel ist auf jeden Fall klar. Vielleicht mache ich auch zwei Parts einfach. Ein Part, wo ich die innere Burg baue und noch ein Part die äußere Burg oder so. Ich glaube, das wäre sinnvoll, bevor das hier ein 3-Stunden-Video wird. Was sich nie einer bis zum Ende angucken wird. Jesus Maria, das funktioniert so nicht. Gut, ich kann es aber mit dem Grid machen, das würde gehen. Oder auch nicht. Aus irgendeinem Grund ist hier noch irgendwas, was stört? Ich glaube, hier ist noch irgendwas, was stört. Kann das sein? Ach, das ist dieses Stück Zinne hier vielleicht? Das ist dieses Stück Zinne? Auf der Innenseite? Hier darf ich keinen Wall bauen. Also auf dann vielleicht Landscaping nochmal kurz. Und dann geht's jetzt. Okay, jetzt geht's. Ne, geht nicht. Ich darf hier auf diesem Fleck, darf ich nichts bauen. Why is it possible? It's just not. Why? Ich darf da auf nichts bauen. Das geht einfach nicht. Das ist einfach impossible. Vielleicht reiße ich den Turm nochmal komplett ab und nochmal neu. Es muss möglich sein. Es muss möglich sein. It have to be possible. Nein, ich darf dieses Grid an der Stelle da nicht nutzen. Ah, aber mit dem Free Wall. Ach so, naja, so geht's. Na dann, hey. Ich darf nicht höher gehen. Ach, das ist doch schrecklich. Okay, dann muss ich das jetzt doch nochmal komplett hier alles abreißen. Ja, man braucht ein bisschen Geduld, aber wie gesagt, ist halt alles noch in einer Beta hier, in einer frühen, sehr frühen Variante des Spiels. Deshalb will ich jetzt auch nicht zu harsch urteilen oder kritisieren. Bin ja froh, dass es überhaupt spielbar ist. Meinetwegen. Dann machen wir das halt so. Das, so geht's auch noch, klar. Ja, super. Also, dann haben wir da jetzt zwei Treppen, aber das ist okay. Naja, gut. Okay, damit kann ich doch arbeiten. So, jetzt bauen wir hier noch eine Türe rein. Ein Bergfried, das wollte ich vorhin schon machen. So. Okay, cool. Naja, das ist doch ein ganz cooles Segment hier hinten geworden. Sieht nicht so langweilig aus. Ist doch okay. Der Turm wirkt jetzt aber ein bisschen fehl am Platze, muss ich sagen. Also, ich hätte schon ganz gerne irgendwie den Turm in der Mauer stehen gehabt. Vielleicht kann ich den auch nochmal da hinten reinplatzieren. Vielleicht geht es ja trotzdem nochmal im Nachgang. Jetzt muss ich aber erstmal kurz den Boden hier mal ein bisschen angleichen, weil das sieht sonst komisch aus. Also ich probiere es nochmal mit dem Rundturm. Es muss ja möglich sein, also... dass ich den in die Mauer reingesetzt bekomme. So hier vielleicht. Naja, so hier würde gehen. Pass auf, dann machen wir den doch nochmal höher. So hier. Ah ja, guck mal, das geht. Oh ja, wunderbar. Wir haben sogar einen Eingang hier. Na, das ist ja ganz geil. Nee, so können wir es lassen. Das ist cool. Jetzt haben wir sogar mal diese Zauberturm-Variante genommen. Wie ich finde, eigentlich ganz cool ist. Können wir so lassen. Jetzt gehen wir nochmal in unseren Charakter rein. Gehen da nochmal kurz runter. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Perfekt. Ja, das hat was. Ah, der Bergfried, also diese innere Burg hier, die sieht schon gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Und wenn ich hier reingehen will, dann komme ich hier auch rein. Oh, cool. Was man dann hier in dem Turm reinmacht, ist natürlich ein bisschen die nächste Frage dann.
Er ist ziemlich hoch geworden, muss man mal sagen. Guck mal, jetzt haben wir hier das erste Stockwerk. So, und da kann man jetzt hier auf dem Wehrgang rausgehen und hat hier sogar Mörderlöcher. Ist ja geil. Wozu auch immer man die hier braucht, aber warum nicht? Und man hat natürlich eine... Ich kann jetzt sogar die Fackel rausholen. Genau, es gibt übrigens auch einen Tag-Nacht-Zyklus. Den kann ich mal anmachen. Wobei, der ist schon an. Machen wir mal fast. Dann wird es vielleicht auch mal Nacht. Dann sehen wir das Ganze auch mal bei Nacht hier. Und dann hat man hier eine skandalöse, gute Aussicht aufs Meer hinaus. Ich würde jetzt gerne eigentlich ein First Person gehen. Wie war denn First Person nochmal? Achso, hat. Settings. Das vorhin irgendwie rausgefunden. Was hat weg, wie man First Person gehen konnte. F wie First Person, macht Sinn. Boah, das hat aus. Und dann hat man hier eine unverschämt gute Aussicht auf alles. Die Wolken ziehen jetzt schneller vorbei, also es kann halt auch sein, dass jetzt gleich Nacht wird. Gut, hier sollte man jetzt nicht durchgehen vielleicht. Dann kann man auch hier hervorragend über die Burg gucken. Oh, schon stark. Und hier oben hat man dann die überdachte Variante. Hier ist die gemütliche Variante. Wenn mal Unwetter sein sollte, Regen oder so, dann ist man hier immer noch safe, sag ich jetzt mal. Und das ist ja schön. So. Das ist schon geil. Steht da mein Mannequin drin? Mit der Fackel. Okay, cool. Soweit so gut. Jetzt bauen wir mal weiter hier. Ich habe ungefähr eine Vorstellung. Ich würde eigentlich gerne in dieser schrägen Mauer weitermachen hier. Dann hier so anschließen an den Turm. So hier. Und da müsste ich doch jetzt eigentlich, wenn ich das richtig gesehen hatte, einen Eingang einbauen können, oder? Yo. Nice. Naja, nicht ganz so nice, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Das kriegen wir schon irgendwie hin hier. Aber man kann da einen Eingang setzen, das ist gut, das ist sehr gut. So, hier. Dass er hier so eine Nische dann macht, das verstehe ich nicht. Warum der das nicht auf einer Höhe belässt? Da muss ich mit dem als das Höchste arbeiten, was es ist. Irgendwie schwenkt er da jetzt nicht mehr so ein, wie ich das gerne... Ah, jetzt. Nee, oder? Ah, nee, das ist ja schrecklich. Da muss ich es hier machen. So. Ja, so ist okay. Ja, okay. Damit kann ich auch leben. Jetzt ziehen wir quasi diese Mauer auf der Höhe weiter. So, hier. Alright. Ja, soweit erstmal ganz cool. Uneinnehmbar, würde ich an der Stelle mal kurz behaupten wollen. Hier könnte man jetzt eigentlich auch noch sowas wie einen Workshop dran bauen. Oder irgendwas. Ein Turm jetzt vielleicht nicht, aber hier... Eine Connection könnte man noch machen. Ein Wellhaus, ein Brunnenhaus. Guck mal. So. Warum auch immer jetzt hier zwei Zinn verschwunden sind. Das ist irgendwie komisch. Aber gut, wenn du hier keine Zinn willst, dann mach ich die Zinn hier halt weg. Nee, das ist irgendwie... Das ist komisch. Wenn, dann muss das schon vollständig sein. Was wäre denn, wenn wir das so bauen? So hier. Guck
Oh, da haben wir hier sogar einen seitlichen Eingang. Ja. Und dann baue ich hier noch einen dünnen Wall noch daneben. Nee, nicht dick, sondern dünn. Hier, so hier. So. Hä? Okay. Irgendwie durfte ich die Mauer jetzt nicht langziehen. Okay. So, machen wir das Ganze nochmal. Jetzt geht. Jo. Ja, gut, dass da jetzt hier nichts ist. Ja, gut, mein Gott, ist okay. Ist okay. Jetzt haben wir ja quasi so einen Dreierwall. Und das hier. So, so. Ja, das ist doch cool. Ja, Mensch. Ja, 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 gefällt, gefällt. Eigentlich brauchen wir auch noch hier einen Eingang, wenn wir ehrlich miteinander sind. Da hier, dass man von unten in die Türme halt auch reinkommt. Das ist eigentlich auch nicht so unwichtig. Aber da sind wir wieder beim Thema mit den Treppen. Man kann keine schrägen Treppen bauen. Heißt, ich müsste versuchen, ein bisschen herzugehen und da so Land hochziehen eigentlich. So. Ja, naja, so ist von der Höhe schon mal okay. Ja. Ja. Ja, das ist cool. Damit kann ich arbeiten. Da kommt man auch direkt da in den Turm rein. Das ist doch nice. Schön. Dann hat man hier einen Ausgang zumindest auf die Mauer. Hier halt nicht. Mein Gott, dann ist es halt so. Vielleicht kann ich hier irgendwas noch draufbauen. Irgendwie einen Käfig oder so. Hier auf die Mauer einen Käfig setzen. Warte mal, das wäre geil. Ich glaube nicht, dass es... Nee, man kann das leider nicht auf die Mauer draufbauen. Nur auf dem Boden. Das ist eine freie Rotation, die ich hier noch nutzen kann. Das ist ja auch cool. Ach, es gibt da noch eine Variante davon? Ey, geil. Es gibt da noch ganz andere Foltermethoden. Aber keine davon, die ich auf die Mauer setzen kann. Schade. Schade, schade, schade. Kann ich für der Statue auch verschiedene Varianten nutzen? Oh mein Gott, die hat ja auch verschiedene Varianten. Nochmal, was ist das denn hier? Ah, cool, eine betende Figur. Mit dem Kreuz gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Varianten. Ah ja, das sind so kleine Grabsteine. Hm, cool. Ja, ich wünschte, ich könnte hier noch irgendwas hinmachen, damit die Mauer hier nicht so völlig sinnlos ist. Ist das mein? Okay, sagen wir einfach mal, das ist ein kleiner Rückzugspunkt hier unten. Zum Sinnieren und Nachdenken und Grübeln. Kann ich eigentlich einen Eingang hier in den Turm reinbauen? Nicht auf die Höhe, auf die ich es gerne hätte. Ah, doch, hier. Fast, ja. Warte, warte, das kriegen wir irgendwie. Das muss möglich sein, dass ich da jetzt was dran bauen kann. Das geht einfach nicht höher. Ja, sagen wir mal so, dass das noch... Denken wir uns die Füllung da. Denken wir uns einfach die Füllung. So. Ja, das ist schon in Ordnung so. Vielleicht kann ich noch eine... Hier, ja. Warte mal. So. Ja, das ist besser. Ja, denken wir einfach, dass hier irgendwie Holz ist oder so, was da... Womit man dann in den Turm nochmal mit reinkommt. Ja, Mensch, das ist doch bis hier... Ach, guck mal, jetzt wird es langsam Nacht. Das ist ja geil. Ja, ich muss sagen, das nimmt langsam sehr, sehr krass Gestalt an. Es nimmt langsam sehr stark Gestalt an. Ich mach mal... Ne, ich habe ja schon ziemlich fast mit der Geschwindigkeit der Nacht und des Tages. Hier machen wir jetzt noch einen kleinen Turm, denke ich mal. So ein Keep Tower hier bietet sich ja eigentlich super an, glaube ich. So. Der ja auch schön mit runtergeht, das Wasser runtergeht. Ja, das ist ziemlich nice.
Und jetzt bauen wir hier genauso wie auf der anderen Seite so eine Mauer hier dran. Selbe Höhe. Oh, das ist jetzt bitter. Nee, sag mal jetzt nicht, dass das nicht zu verbinden ist, oder? Doch, es geht. So, geil. Nice. Oh mein Gott. Ja, das ist... Oh, shit. Ich wünschte, ich könnte die Kamera so ein bisschen absenken. Das ist eine flachere Kamera. Vielleicht geht das auch sogar. Ich weiß es nur nicht. So, okay. Aber das ist doch... Das ist schon wahnsinnig cool, muss ich sagen. Also macht schon echt Spaß. So, da bauen wir jetzt hier natürlich noch einen Eingang rein. So. Ich sag mal so, das wird mal... Okay, das ist aber nicht schlimm, das können wir hier machen. Da sag ich mal, aber das hier wird zumindest mal ein Turm werden, der nicht von unten begehbar ist, der nur von den Mauern aus begehbar ist. So, dann machen wir das so, dass man da auch so hochkommt. Ja, Mensch, geil. So, ich mach jetzt mal, Stop. Also kein Tag-Nacht-Wechsel. Nein, jetzt hab ich's... Achso, na gut, okay. Egal, ich wollte es eigentlich in diesem abendlichen Licht belassen. Aber, warte mal, kann ich das nochmal herstellen, diese Situation irgendwie? Nee, kann ich nicht. Mist, jetzt hab ich das... egal. Ich wollte es eigentlich gerne jetzt in diesem abendlichen Licht einfach mal mir nochmal angucken. So, als Abschluss für dieses Video. Weil jetzt habe ich hier, sag ich mal, ich habe jetzt mal hier eine... Finde ich eine echt coole Burg gebaut. Wir können jetzt hier noch, klar, wobei... Naja gut, wenn wir jetzt einmal dabei sind, wir könnten hier noch einen Workshop reinbauen. Weil nee, eigentlich wollte ich die Workshops ja hier hinbauen. Hier ist es eigentlich okay, wenn wir jetzt noch so ein bisschen innen dekorieren mit so Kleinigkeiten. Eigentlich sowas wie ein Brunnen. Ja, wir bräuchten ja eigentlich auf jeden Fall im Hof einen Brunnen. Wobei das hier eigentlich ein Brunnenhaus ist. Aber egal. Und wir machen jetzt hier noch einen Brunnen hin. So, das sieht einfach schön aus für den Innenhof. Eine Gilde. Ein Villagers-Haus. Ne, brauchen wir jetzt hier nicht. Craftsman-Haus. Storehaus, klar, ein Lagerhaus. Könnten wir in der Burg auch gebrauchen. Wobei, das können wir eigentlich auch draußen hinbauen. Ich würde gerne sowas wie... Hier, sowas. Ein Shed oder sowas bauen. So eine Kleinigkeit hier quasi. Und zack. Und halt ein Stall. Ist ja halt auch mega geil. Also, ja, wobei Stall würde ja auch Stall heißen. Das ist hier nicht der Fall, aber... Kann ich das hier im Grunde nochmal hier in die Ecke bauen? Ja, könnte ich eigentlich. Mache ich auch nochmal. Da könnte ich jetzt hier auch nochmal irgendwie, könnte man sagen, hier wird jetzt Heu gelagert oder so anderes Material so zwischendrin. So, die kriegen auch nochmal so kleine Aufgänge. Und hier brauchen wir auf jeden Fall auch noch was. Okay, hier kriegen wir es leider nicht hin, aber vielleicht könnte ich ja... Oh Gott, aber Modify Landscape ist hier ein bisschen zu groß, ehrlich gesagt. Fast. Ja, das können wir so durchgehen lassen. Jetzt kommt man da hoch. Ja, okay, ich würde sagen, wir sind mit der inneren Burg quasi fertig. Würde ich jetzt mal behaupten, die kann sich echt sehen lassen. Wir gehen jetzt nochmal hier in Third Person und, ich würde die Fackel jetzt eigentlich da nochmal ganz gerne wegstecken. So. So, wir gehen jetzt hier nochmal runter. Hui! Ne, ich will nicht hoch, ich will runter. So. Okay, hat ausblenden, bitte. So, und jetzt sehen wir die Burg nochmal von innen. Also, muss ich schon sagen, sehr, sehr cool. Hier brauchen wir auf jeden Fall noch eine Leiter. Oder eine Treppe zumindest, die reinführt. Ich bin jetzt in Kampfhaltung. So. Wir brauchen tatsächlich eine große Leiter. So, jetzt. Ich will gar nicht kämpfen. Ah, okay. So, jetzt gehen wir hier nochmal rein. Jetzt haben wir hier drin, ja, hier haben wir jetzt halt tatsächlich, ne, ein Brunnenhaus halt.
Oh, guck mal, so ein kleiner Esel, dass ich da sogar reinstellen und laufen kann. Oh, ist das cute. Oh. Achso, hier haben wir ja noch einen Eingang. Ah, okay, okay, ich verstehe. Gut, den denken wir uns jetzt mal kurz weg. Und dann haben wir hier noch so, ja, für Heu, was gelagert werden kann. Und was das hier sein könnte? Verwalterhäuschen oder sowas, weiß ich nicht. Wobei, das könnte auch im Bergfried genauso gut sein. Der echt, der sieht so cool aus, Mann. Ich mag auch diese verschiedenen Gebäudevariationen, die es gibt. Hier haben wir noch einen Brunnen. Hier kommt man quasi nochmal in so eine Art, scheiße, wir können hier sagen, Waffenkammer ist hier drin. Waffenkammer und, keine Ahnung, so Lagerhaus. Dann haben wir hier noch eine kleine Gebetsstelle. Hier kommen wir in den Turm rein. Die Lichter mit den Kerzen sehen auch ganz süß aus. Ja, dieser Turm ist, finde ich, echt cool. Ja, der passt da eigentlich ganz gut. Der dort auch. Ja, also man muss schon sagen, ist schon echt cool geworden. Jetzt gehen wir nochmal raus hier. Gucken uns das Ganze jetzt nochmal von außen an. Und der Platz hier, den werden wir auch noch alles bebauen. Das sage ich euch jetzt schon, wie es ist. Also es wird eine kleine Miniserie, glaube ich, werden hier. Von 2, 3 Videos oder so. Könnte ich mir vorstellen. Ja, also die Burg sieht schon verdammt stabil aus. Sieht schon stabil aus. Ich mag das, dass es so coole Bauelemente gibt, die man nutzen kann, hier einbauen kann. Und man könnte wirklich denken, dass das eine realistische Burg ist, die wirklich in der Form auch so existiert hat. Also muss ich sagen, finde ich stark. Finde ich einfach geil, was es da für Möglichkeiten gibt. Ja, da würde ich sagen, an dieser Stelle, ich habe jetzt länger gemacht, als ich eigentlich wollte und ich bin noch nicht mal halb fertig. Also ich glaube, wir werden da hier mal so 1, 2, 3 Videos machen. Und dann danke ich recht herzlich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Let's Build Folge von Arkham dabei seid. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.